Mein Name ist Uwe Dix. Ich kandidiere am 14. März für den Ortsbeirat Flörsheim Stadtmitte. Ich setze mich für eine attraktivere Flörsheimer Altstadt ein. Mein Ziel ist ein städtebauliches Konzept, das gemeinsam mit Politik, Fachleuten und mit Ihnen zusammen konkrete Vorschläge für die Altstadt erarbeiten wird. Der alte Friedhof Jahnstraße beispielsweise soll auf Dauer in einen Park der Erinnerungskultur umgewandelt werden, der aber auch gleichzeitig allen Flörsheimerinnen und Flörsheimern als attraktiv gestalteter Erholungsraum zur Verfügung steht. Mit der SPD möchte ich das schaffen. Ich zähle hier auf Ihre Stimme. Mein Name ist Caroline Moritz. Ich kandidiere am 14. März für den Ortsbeirat Flörsheim Stadtmitte. Ich setze mich für die grundlegende Sanierung und Neugestaltung des Flörsheimer Mainufers ein. Dazu gehört eine attraktive Mainuferpromenade zur Aufwertung der Flörsheimer Altstadt, aber auch die Renaturierung und Aufwertung der Flächen entlang des Mainufers und die Renaturierung von Adelgraben, Wickerbach und Weilbach. Mit der SPD möchte ich das schaffen. Ich zähle auf Ihre Stimme. Mein Name ist Klaus Wagner. Ich kandidiere am 14. März für den Ortsbeirat Flörsheim-Stadtmitte. Ich setze mich für eine schnelle und zu Flörsheim passende Entwicklung des städtischen Geländes zwischen Bahnlinie und Höllweg ein. Dazu gehören eine attraktive Park- und Reitanlage, ein barrierefreier Zugang zur S-Bahn. Insgesamt muss die Stadt Flörsheim barrierefreier gestaltet werden. Mit der SPD möchte ich das schaffen. Ich zähle auf Ihre Stimme. Mein Name ist Ali Ekber Doğan. Ich kandidiere am 14. März für den Ortsbeirat Keramag-Falkenberg. Ich setze mich dafür ein, dass die Falkenbergstraße in Keramag-Falkenberg schnellstmöglich vom Schwerverkehr befreit wird. Dazu gehört die Beseitigung des Bahnübergangs und für den Schwerverkehr eine Umfahrung über die Straße am Wickerbach. Mit der SPD möchte ich das schaffen. Ich zähle hier auf Ihre Stimme.